Senhor Deus, obrigado por este dia, por este local. Der Arbeitstag beginnt für Roberto Kikawa mit einem Gebet. Sein Beruf, sagt er, sei auch so etwas wie Gottesdienst. Roberto Kikawa ist Arzt. Und Brasilien ist ein gläubiges Land. Dr. Kikawa hat keine schicke Arztpraxis im Zentrum von São Paulo. Sein CIES-Projekt geht dahin, wo er gebraucht wird. Gerade ist das San Mateus, eine ärmere Gegend am Rande der Millionenmetropole. 2 Monate hat er die mobilen Medizincontainer hier aufgebaut. In denen behandeln er und seine Kollegen jetzt die Menschen. Mehr als 40 Patienten wird Kikawa heute den Magen spiegeln, aber er schaut auch in die Augen und nimmt sich Zeit. Im Mittelpunkt seines Projektes steht der Mensch, sagt er, nicht nur ein Patient. Er hat Gefühle und eine Seele, Körper und Geist. Das gehört alles zusammen. Und dafür sind wir Ärzte doch da, um alles wahrzunehmen und zu berücksichtigen, nicht nur die Krankheit. Und wenn man das schafft, dann trägt man viel zu einer Veränderung bei, zur Transformation. Er will das Gesundheitssystem in Brasilien umkrempeln und menschlicher machen. Und hier begrüßt das jeder. Viele Brasilianer warten Monate auf einen Arzttermin oder sogar Jahre. Auch Vanusa Alfredo Pedro de Sousa hat sehr lange gewartet. Jetzt endlich wird ihre Schilddrüse von einem Facharzt untersucht, mit einem modernen Ultraschallgerät. Und lange warten musste sie auch nicht, bis sie drankam. So eine gute Behandlung sind die Menschen in ihrem Viertel nicht gewohnt. Die Bevölkerungszahl ist hoch in San Mateus, Ärzte gibt es hier kaum, Spezialisten gar nicht. Ihr Mann spürt die Konsequenzen besonders drastisch und schmerzvoll. Vor 4 Jahren hatte er einen Bandscheibenvorfall, erzählt sie, und zeigt die Röntgenaufnahmen von 2010. Seit 4 Jahren ist ihr Mann nicht behandelt worden. Der Orthopäde hat meinen Mann zum Neurologen geschickt, aber es gab keinen. Jetzt habe ich mich beschwert und nun sagen sie, die Untersuchungsergebnisse sind zu alt. Und nun geht das Ganze wieder von vorne los. Aber es geht auch anders. Im Zentrum zur Integration von Bildung und Gesundheit, kurz CIES. Der Name ist sperrig, die Organisation sehr straff. Auch CIES ist inzwischen Teil des staatlichen Systems. Die Gesundheitsbehörde schickt die Menschen hierher und bezahlt, damit die endlosen Warteschlangen für ein paar Monate kürzer werden. Auch hier warten die Menschen, aber nicht lange. Sie haben einen Termin und erhalten gleich anschließend eine Diagnose. Ich glaube, wir sind dabei, das Gesundheitssystem neu zu erfinden. Ein System, in dem die Strukturen und das Menschliche zusammen berücksichtigt werden. Eine ausgewogene Mischung von allem: Mitarbeitern, Technik, Organisation. Kikawa ist in Brasilien geboren, aber japanisch erzogen worden. Jetzt braucht er beides: japanische Disziplin und brasilianische Herzlichkeit, sagt er. Er musste miterleben, wie sein Vater vergeblich gegen Krebs kämpfte. Damals entschloss er sich, Arzt zu werden und die Gesundheitsversorgung in Brasilien zu verbessern. Das Problem aber ist global. Es leben rund 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Was schätzen Sie, wie viel Prozent davon haben Zugang zu Gesundheit? Nur ganze 5% der Weltbevölkerung haben Zugang zu Gesundheit. Und der Rest? "2500 Menschen am Tag hilft CIES. Inzwischen gibt es 25 mobile Einheiten. Die nächsten sind in Arbeit. Viel Platz ist in diesen Containern nicht, die einmal zu medizinischen Hightech-Boxen werden. Jeder Zentimeter muss ausgenutzt werden und gleichzeitig alle hygienischen Anforderungen erfüllen. Durchschnittlich 600.000 Euro kostet ein voll ausgerüsteter Gesundheitstruck. Rund 1/10 des Jahresetats seines Unternehmens.
Das meiste davon wird vom Staat getragen, aber auch private Unternehmen und Sponsoren steuern Geld bei oder Technik. Kikawas neueste Idee, er will einen Operationstisch und die Diagnose in nur einem Truck unterbringen. 3/4 der Brasilianer sind vom staatlichen Gesundheitswesen abhängig. Nur ganz wenige können sich private Krankenversicherungen leisten und manche können noch nicht einmal davon träumen. Beliebig ausweiten lässt sich sein Siest-Projekt trotzdem nicht. Mit Hightech und Trucks alleine ist es nicht getan. Es braucht Teamgeist und viel Hinwendung zu den Menschen und das kann man sich nicht einfach kaufen. Einen langen Weg hat Roberto Kikawa eingeschlagen, das weiß er. Aber wenn er bei seinen Patienten ist, dann weiß er auch, der lange Weg lohnt sich.